was in der Kneipe ist. Alkohol wahrscheinlich. Wobei Albert davon schon, ne? Ein paar Flaschen hat. Hört sich ruhig an. Ja. Kein scheint keiner hier drin zu sein. Oh, gefährlich. Ja. Wann war da recht kleine Kneipe? Tresen. 3, 4 Sitzplätze. Oh, Zigarren. Die könnte man vielleicht verkaufen. Ähnlich wie Zigaretten auch. Hier. Mehrere Schachtel Zigaretten. Was sind die wert? Na, schwer einzuschätzen, ne? Dafür müssten wir vermutlich erstmal einen Händler finden. Mehr Bier. Kamera ist gut für Kleinteile. Dann ging es in den Keller. Nee, nee, nee. Erstmal eine Etage nach der anderen. Hier geht es wieder raus. Ja, Dog Meat ist okay. Okay. Ein verbesserter Safe. Concord Kneipe. Ist im Pip-Boy registriert. Hoch oder runter? Ah, ist mal im Keller. Wirklich keiner. Okay. Klebstoff. Klebstoff ist sehr wichtig. Also nicht nur, um eventuell die Lederrüstung weiter auszubauen und zu verstärken, sondern auch für Verbandsmaterial und dergleichen. Oh, mein Klebeband. Sauber, sauber. Dünger wäre noch ganz nett, aber das ist unwahrscheinlich, dass wir es hier in der Kneipe finden. Ist da irgendwas? Doch, mir hat er gerade so hingestarrt. Ne. Eine einzelne Patrone. Joa, joa. Okay, Keller nix. Erdgeschoss haben wir alles. Außer ja, ein paar lose Flaschen, aber da müssen wir nicht wirklich alles von mitnehmen. Können sich auch die Siedler drum kümmern. So, noch ein verbessertes Schloss in der Kneipe. Boah, Dogmeat. Warum hast du Türen auf? Hat sie da irgendwas gerochen? Blamco Mac and Cheese, ja, das hast du vielleicht gerochen. Das ist 200 Jahre alte Käsezeug. Hier geht es raus auf eine Veranda, das muss nicht unbedingt sein. Oi. Machete? Was zum Geier ist hier passiert? Da ist jemand in der Badewanne gestorben? Und jemand anders hat um ihn rum Schaufenster. Das, egal, nicht hinterfragen. Hier Schädelstarren. Aber nur die Drogen hier einsacken, die das Ganze da auch erklären können. Weitergehen. Hier hatte jemand eine heiße Party. Mit einer Schaufensterpumpe. Was ist denn das für Zeug? Unser Pippa wieder irgendwelche Informationen drüber. Analysier das mal. X-Cell. Verstärkt so gut wie alles für 10 Minuten. Mad X lag hier auch noch rum. Das ist ein Betäubungsmittel. Also Abstumpfung, was Schmerzen angeht. Ha. Und ein sauberes Kissen. Das könnte ein Unikat hier im Wasteland sein. Alles andere ist ja doch meistens ziemlich verdreckt. So, da geht's nicht raus. Da haben wir alles. Verpackungsmaterial. Oh. Das scheint die Kneipe gewesen zu sein.
Nehmen wir doch mal den anderen Ausgang hier. Und gucken, ob die Veranda vielleicht auf irgendein Dach führt, wo man da noch was finden kann. Oder in Nebengebäude. Der Weg nach draußen dauert schon mal ziemlich lange. Aber es wird auch dunkel. Ja, ja. Albert ist auch müde und hungrig und schwach. Schwach ist nicht gut. Da müssen wir was gegen nehmen. Haben wir noch nichts gegen. Na. Haben wir nichts gegen. Und ja, führt nirgendwo hin, das Ding. Vorsichtig hier runter. Zack. Geht das jetzt der Hintereingang der Flüsterkneipe? Da, also hier schicken wir später jemanden rein. Auch hier die Hauptstraße entlang nochmal die Raider überprüfen und in den Seitengeschäften alles mitnehmen, ob da noch was rumliegt. Sowas halt. Verbrannte Bücher. Immer ein guter Zusammenhang zwischen Kirche und Büchern. Ja. Jo. Ja. Oh, was liegt da wieder an? Zerstörte Gewehre, Molotow-Cocktail. Ja, das wird wohl von den Raidern noch über. Oh. Experten-Safe. Expert Concord-Kirche. Ja, Molotov-Cocktail definitiv ein Überbleibsel von den Raidern und nicht von dem Klerus hier. Das wird doch ein wenig zu verstören. Ganz hoch in den Turm. Und hier oben ist nichts, außer dass wir eine riesen Leuchtlaterne gerade abgeben. Für alle möglichen Raider, die hier noch in der Gegend sind. Oh, schicke Aussicht. Wo ist der Wasserturm? Was ist der Wasserturm? Da hinten ist eine sehr große Radaranlage. Im Nordosten. Das würde sich als Ziel noch anbieten. Da ist diese riesige Fabrikanlage mit den Schloten. Und dahinter sind schon die Ausläufer von Boston. Da müsste Diamond City irgendwo auch sein, wenn man den Dorfbewohnern trauen kann, was man wahrscheinlich kann, was das angeht. Da sollten sie ja keinen Grund haben zu lügen. Da ist noch irgendetwas, da brennt was. Lagerfeuer von Raidern vielleicht. Also behalten wir das da im Hinterkopf und das Feuer als Ziel. Die Fabrikanlage wird bestimmt von irgendjemandem genutzt werden. Schön wäre ja Händler und sowas alles, aber das ist doch stark zu bezweifeln. Und auch nicht mehr heute. Nee, nee, nee. Heute muss Albert ein bisschen in der Stadt noch umgucken, aber danach zurück nach Sanctuary Hills, schlafen, essen und einem der Siedler Bescheid sagen, sammeln zu gehen. Idealerweise sogar mehreren Siedlern, weil wir sollten keine Leute einzeln losschicken in ein Gebiet, was noch vor kurzem von Raidern überrannt war. Das könnte für die unangenehm werden. Sind die beiden noch da? Nee, die sind weitergezogen. Also der alte Mann mit seiner Tochter, da ist jetzt ein schlafender Mensch mit seinem Hund. Ist das doch der alte Mann? Hm. Mach mal Licht aus und schleich da mal an. Der Hund sieht komisch aus. Der schläft nicht, ja, der ist tot.
lad noch ein bisschen mehr auf. Ja, da regt sich kein Stück und sieht auch ziemlich verbogen aus. Du ekliges Ding. Jo. Das war mal ein Hund. Jetzt auch ohne Kopf. Und der hat hier irgendwelche Leute überfallen. Kann man nicht wirklich sagen, ob die Raider sind. Und die haben keine Rüstung zumindest von denen an. Ist alles Beute. Ja, wird alles mitgenommen. Irgendwie verwertet oder später verkauft, vertauscht, wie auch immer. Ja, wir werden aber nicht... Oh, was haben wir hier? Eine riesen Skorpion. Au. Ihr hattet echt Pech. Dafür hat Albert jetzt umso mehr davon. Also sowohl noch vielleicht genug Fleisch für so einen komischen Spieß, als auch deren Ausrüstung. Aber behalten wir hier einen Überblick. Wir waren die Hauptstraße lang, da war noch ein Safe und andere Sachen. Wir waren bei der Flüsterkneipe, wir waren im Arbeitshaus, wir waren in der Kirche da hinten, wir waren im Museum. Wir sind bei dem Haus da rumgetourt und haben versucht, da reinzukommen. Was ist das hier? Achso, das ist das eingefallene Gebäude gewesen, ne? Ja, das Arbeitshaus. Waren wir auch schon. Nee, also abgesehen von den ganzen abgeschlossenen Sachen, um die sich Albert leider noch nicht kümmern kann, scheinen wir hier jetzt soweit durch zu sein. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf leichten Umwegen, um halt die Gegend besser kennenzulernen, zurück nach Sanctuary Hills und schicken dann jemanden los zum Einsammeln. Das heißt, es geht jetzt Richtung Norden zum See und dann folgen wir dem Ufer und schauen, ob da irgendwas von Interesse noch ist. Aber dass das Feuer da hinten nicht vergessen und die Radarschüssel. Am besten auch auf dem Pip-Boy-Mann notieren. Ja, Feuer, das war im Südosten. Und Radar im Nordosten. Jeweils vom Concorde aus, ne? Oh. Was schleicht sich daran, während ich meinen Pip-Boy rumschütze? Den hässlichen Rattenfinger. Die sind selten alleine, ne? Ja. Zwei. Und ein dritter. Ne, anscheinend kein dritter. Okay, da hinten wäre Red Rocket. Da sind wir da. Oh, der war gerade. Genau. Konnte es spüren, wie das in sich ausgerichtet hat. Ist ja schon fast explosionsartig, wie die aus dem Boden geschossen kommen. Der Knüppel. Ich klicke Pampe dran. Ja, Red Rocket. Und hier war ein Lagerfeuer. Schmeckt das da mal an. Dogmeat. Gegner entdeckt. Ja, ja, psch, psch. Nicht bellen. Ah, fuck. Mist. Okay, Hund ist weg. Komm, was? Geh auf den Augen. Dicker Baum als Deckung. Nicht lange halten. Oh, dich kriegen wir da, oder? Hi. Doch, wir sind mittendrin. Oh, 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 oh
ohne Deckung. Perfekt. Zack. Das waren jetzt zwei. Da ist einer. Auf ihn. Nicht spielen. Okay, er hat ihn. Jetzt gut war raus. Okay, das waren jetzt 3 plus Hund. Scheint aber erstmal alles gewesen zu sein. So, 1. So eine Bandage? Nein, keine Bandage mehr. Müssen wir nicht herstellen. Nichts Besonderes außer kaputten Kram. Das war Nummer 2. Wo ist Nummer 3? Da. Verschlechtert. Allgemein könnten wir bei den Waffen auch darauf aufpassen, dass sie vielleicht irgendwelche Modifikationen haben. Also zum Beispiel, damit kennen sie alle gut aus. Als Soldat hat man ja doch recht viel Freizeit zwischendurch, zwischen den Einsätzen. Und die Waffen müssen gepflegt werden und modifiziert und ähnliches. Ich dachte, hier wäre gerade einer bei gewesen. Nee. Ah ja, wenn eine Waffe halt eine Modifikation hätte, dann könnte man die Modifikation abbauen und dann eine andere Waffe, die halt nicht gerade zerstört oder verschlechtert ist, an sie dann ranwappen. Und das war euer mickriges Lager. Ein bisschen schmutzigem Wasser und einem Maulwurfsratten-Eintopf. Na, ja, das Zettel in die Schüssel. Nee. Nicht so angeschlagen, wie Albert jetzt ist. Das bringt gar nichts. Wir gehen jetzt hier zum See, folgen dem Wasser. Was ist das? Komm mit. Folgen dem Wasser zurück, dass ich in Cherry Hills bin. Achso. Oh, Pumpe. Pumpe ist aus. Was pumpst du? Das wieder hoch zu den Raidern? Nee. Zu Beute. Noch mehr Beute. Ja, okay. 14 Kronkorken. 27 Kronkorken. Hm. Was für ein Revolver war das? Was beschädigt es? Ja, leider noch keine. Die Schrotflinte hier ist nur abgenutzt, die ist nicht so beschädigt. Springmesser. Nee. Na gut, dann hast du noch auf Milch, Haarklammern, noch mehr Haarklammern. Hier oben war auch was drin. Right away. Red Eggs und oh, sehr, sehr gut. Wasser. Frisches Wasser. Und da, wo es so grün leuchtet, sollten wir vielleicht erstmal nicht hingehen. Ich weiß nicht, ohne Gasmaske. Also eine richtige Gasmaske, nicht diesem zerstörten Ding, wo, ne? Das Albert jetzt gerade tragen könnte. Karotten sind gut. Hier könnten wir eventuell alle paar Tage mal hinschauen, ob neue nachgewachsen sind, um die dann bei uns ordentlich wieder anzupflanzen. Angeln? Keine Angel. Hab
für Alkohol. Ja. Albert wird noch zum Säufer, wenn er so weitergeht. Ich meine, er hätte einen Grund dazu. Gestrandet in einer düsteren Zukunft, nachdem die Atombomben gefallen sind. Frau ist tot, Kind ist vermisst. Ganz viel Verantwortung auf seinen Schultern und doppelköpfige Riesenrehe rennen ihm vorbei. Warum schreit das Ding plötzlich? Dogmeat, bist du das gewesen oder warum hat das geschrien? Der Hund ist echt komisch. Verschwindet mal, taucht wieder auf. Wuselt rum, wie es ihm beliebt. Öffnet einfach so Türen. Solange er nicht anfängt, Türen zu knacken. Das wäre dann das Optimum an Verstörtheit. Das wird doch mit gewesen sein. Wenn hier ein anderes Wildtier wäre, hätte es Albert schon längst angegriffen. Oh. Oder du warst das. Da bist du. Ja, jetzt. Zu spät. Mehr Mutterbeeren. Wird schon langsam später. Ja. Sind wir zu Hause. Jetzt müssen wir nur noch einen unserer Siedler finden, der noch wach ist. Und dann bitten wir den mal ganz freundlich, sich noch einen zu schnappen und dann durch Concord durchzuwuschen. Nur dafür können wir unsere Wache losschicken und... Ja, nee. Verdammt, wo sind sie? Gabi, was ist mit dir? Du hast doch bestimmt Lust einmal... Was ist los? Alarm? Über eine Fernkampfwaffe. Findet sie! Findet wen? Was ist mit euch los? Ist jetzt wegen dem Reh? Ist er deswegen hibbelig geworden? Ist vielleicht schon wieder alles vorbei. Also würden Raider angreifen, dann hätten die viel mehr Lärm gemacht. Die scheinen nicht so die taktisch versierten Menschen zu sein. Die stürmen einfach los, schreien, ballern, ballern und das war's. Na, ist nur Panikmache. Beruhigt euch, Jungs und Mädels. Du, John. Du hast die ehrenvolle Aufgabe, zusammen mit Garvey jetzt nach Concord zu laufen und alles einzusammeln, was für die Siedlung von Nutzen sein könnte. Hm? Das ist sehr lieb von dir. Und Albert geht indessen schlafen. Das ist gute Arbeitsteilung. Aber hey, er hat vorher da alles aufgeräumt. Und mit Powerrüstung diese riesen Echsen-Dinger da gekillt. Das ist schon fair so.